Hallo und herzlich willkommen zur neuen Videoserie des RSV, des Rechtsschutzverbands der Fotografen Österreich. Mein Name ist Florian Pittner und neben mir steht meine Kollegin Magister Nina Steinmeier. Wir zusammen sind die Verbandsanwälte des RSV und wollen euch heute kurz näher bringen, wofür der RSV euch unterstützen kann. Ja, von meiner Seite auch ein herzliches Willkommen. Ich darf kurz die Leistungen des RSV vorstellen, beziehungsweise die herausragenden Leistungen des RSV, die sehr, sehr wichtig sind für alle Berufsfotografen, wenn es Rechtsprobleme gibt, wenn es Fragen gibt, wenn es Anliegen gibt. Wir machen zum einen die allgemeine Rechtsberatung, das heißt jeder österreichische Berufsfotograf, der Mitglied beim RSV ist, das seid ihr aufgrund eurer Gruppenmitgliedschaft in der Wirtschaftskammer, könnt euch an uns wenden, wenn ihr rechtliche Fragen habt, wenn ihr Anliegen habt, wenn ihr Probleme habt und wir als Verbandsanwälte mit zwei Kanzleien in Oberösterreich und in Wien versuchen, uns darum eben, wie gesagt, zu kümmern. Das betrifft zum einen die Eintragungsangelegenheiten, das heißt, wenn ein Kunde oder ein ehemaliger Kunde von euch die Rechnung nicht bezahlen will, könnt ihr die uns relativ unproblematisch zukommen lassen. Wir kümmern uns darum, dass ihr zu eurem Geld kommt. Gleiches gilt dafür, wenn ihr ein Foto von euch irgendwo im Internet, in einer Zeitung, in einem Film, auf Plakaten oder wo auch immer findet und das Foto wird nicht so verwendet, wie das eigentlich von euch angedacht oder vereinbart war oder ihr seid vielleicht im schlimmsten Falle gar nicht gefragt worden. Das ist eine Urheberrechtsverletzung, die auch vom Rechtsschutzverband der Fotografen Österreichs für euch durchgesetzt und geltend gemacht werden kann. Das heißt, es gibt einen Unterlassungsanspruch, es wird der Gegner dazu verpflichtet, das nicht mehr zu machen und es gibt natürlich, was auch viel, viel wichtiger ist, einen Entschädigungsleistungsanspruch. Das heißt, ihr bekommt eine Entschädigung dafür, dass tatsächlich jemand eure Bilder verwendet hat. Ihr könnt euch, wie gesagt, relativ unkompliziert an unsere Kanzlei wenden. Wir sind in Oberösterreich, wir sind in Wien für euch da, jederzeit telefonisch, per E-Mail oder auch persönlich. Und wir sind gespannt auf eure Anfragen und auf eure Probleme, die wir dann für euch lösen dürfen.